und herzlich willkommen zu einem kleinen News-Update für heute. Ja, es wird wirklich nur ein kleines News-Update werden, weil viel hat sich nicht getan, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten, weil, wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, wir haben Zuwachs auf der Farm erhalten und ich muss sagen, die sehen doch sehr knuffelig aus. Also ich finde, meine Enten sehen recht zufrieden aus. Warum die immer nach Futter fragen, weiß ich nicht, weil ich habe gerade erst gefüttert. Aber ich finde sie von der Optik her sehr süß und wir schauen uns direkt einmal die Werte an. Und zwar handelt es sich um die Streicherente. Die kostet uns pro Feld ganze 7000 Gold. Das erahnt irgendwie Schlimmes, wenn man auf die nachfolgenden Enten schaut. Allerdings muss ich sagen, man bekommt auch sehr viel Gold wieder rein. Auf der kleinen Farm habe ich sie schon gesetzt, auf meiner Main Farm hier habe ich es leider vergessen. Deswegen habe ich das eben nochmal nachgeholt. Sie braucht 5 Stunden, damit man sie einmal abernten kann und sie wortwörtlich federn lässt. Man muss sie mit Weizen füttern, genauso wie die Hühner auch. Und sie gibt uns auf Stufe 1 einen Ertrag pro Feld von 875 Gold und 63 XP. Ja, und natürlich pro Feld jeweils eine Feder. Dazu kommen wir dann gleich nochmal. Die zweite Variante. Dafür brauchen wir einmal die Streicherente auf Level 10. Für die dritte Variante brauchen wir die erste Variante, also die Streicherente auf Level 20 und die zweite Variante dann auf Level 10. Für die vierte Variante brauchen wir die Streicherente auf Level 30, die zweite Variante auf Level 20 und die dritte Variante auf Level 10. Und für die vierte Ente, nee, für die fünfte Ente brauchen wir dann vermutlich die zweite Variante auf Level 30, die dritte auf 20 und die vierte auf Level 10. Ich komme hier schon total durcheinander, weil leider ja keine Namen drin stehen. Und für die letzte Variante, ich weiß leider nicht genau, welche Enten man braucht, brauchen wir wieder einmal Level 30, Level 20 und Level 10. Meistens ist es dann ja immer so, dass es die letzten drei Varianten davor sind, die dann hier angezeigt werden. Aber nicht immer, deswegen kann ich nur mutmaßen. Ja, bei welchen Level sie genau freigeschaltet werden, kann ich euch leider nicht sagen, weil, wie ihr oben seht, ich bin ja knapp Level 148. Da sind sie auf jeden Fall freigeschaltet. Auf meiner kleinen Farm, glaube ich, sind 2 noch nicht freigeschaltet. Die ist so Level 82, glaube ich, jetzt. Also könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wann ihr das Ganze freischalten könnt. Aber ihr könnt es natürlich auch einfach bei euch im Menü nachschauen. Ja, und im letzten Video haben wir ja schon drüber gesprochen, im Kunsthandwerksladen erhalten wir die Möglichkeit dann auch, die Federn auszugeben. Das Ganze ist dann genauso wie bei der Wolle. Für 10 Stück erhaltet ihr 11 Diamanten, allerdings nur auf Stufe 4, weil wie ihr seht, ich habe es noch nicht hochgelevelt, weil der braucht leider Edelsteine zum Leveln und da waren mir jetzt erstmal die Fische bzw. auch der Salat wesentlich wichtiger. Aber es ist auf jeden Fall nochmal eine tolle Möglichkeit und ich hoffe, dass die Entwickler das jetzt so lassen, weil ja, Wolle kann man ja eben auch direkt vom Tier holen und die Schafe brauchen ja auch einige Stunden, bis die überhaupt erstmal aberntebar sind, genauso wie es die Enten auch sind. Dementsprechend denke ich mal, dass es bei den Werten bleiben wird. Wo sich allerdings etwas geändert hat bei den Werten, ist im Restaurant. Ich weiß nicht, wie vielen es von euch aufgefallen ist, aber ich vermute, beim vorletzten Update war es dann, wurde leider im Restaurant alles angehoben. Ich blende euch mal einen Screenshot dazu ein. Und zwar mussten wir 600 Salz erstmal haben, damit wir 8 Medaillen bekommen konnten. 40 auf einen Schlag von den Törtchen, damit wir 10 Medaillen kriegen konnten. 40 von den Kochtöpfen für 10 Medaillen und 40 Salate für 10 Medaillen. Das ist schon richtig heftig, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ich bis auf 1 oder 2 Erweiterungen noch gar nichts davon ausgegeben habe. Also Salz natürlich, klar, oder auch Gewürze kann man auch dazu sagen.
Für mich persönlich ist es immer Salz. Aber von den anderen Sachen habe ich fast nichts ausgegeben. Das waren vielleicht mal fünf oder so, die ich für eine Erweiterung gebraucht habe. Und ihr seht, wie wenig ich eigentlich da drin habe. Das heißt, ich hätte dann zweimal was verkaufen können, beim Salat sogar nur einmal was verkaufen können. Nee, ich hätte bei allen einmal nur was verkaufen können, weil das wären ja 80 fürs Doppelte. Und danach könnte ich überhaupt nichts mehr verkaufen. Und das ist schon sehr heftig, das erstmal zusammen zu grinden, muss ich sagen. Ich persönlich bin nicht so oft in meinem Haus, hauptsächlich für die Quests oder auch wenn ich so zwischendurch mal reingehe. Meistens ist es dann, wenn ich auf die Farm drauf gehe und wenn ich wieder runtergehe. Zwischendurch vergesse ich das in der Regel. Aber ja, es dauert halt eben natürlich auch und man muss dann immer hinterher sein. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass sie das wenigstens wieder runtergesetzt haben. Genauso wie mit dem Salz auch. Klar, da kann man 600 auf einmal verkaufen, aber es ist doch wesentlich schöner zu spielen, wenn die Werte niedriger sind. Ja, das war's dann auch schon alles fürs heutige Update. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was haltet ihr davon, dass endlich die Enten bei uns Einzug erhalten haben? Und ja, ich freue mich auf die weiteren Tiere natürlich, auch wenn die Performance wahrscheinlich wieder ein bisschen drunter leiden wird. Das war ja im ersten Teil auch so, man konnte alles wunderbar machen und sobald man in die Nähe der Tiere gekommen ist, merkte man dann doch schon, ob man einen guten Rechner hatte oder nicht. Also für diejenigen, die vielleicht nicht gerade den neuesten Rechner haben, kann ich nur empfehlen, nicht ganz so große, ja, Tierlandschaften auf einmal anzulegen, weil das doch ein bisschen die Rechnerleistung gezogen hat, im ersten Teil zumindest. Im zweiten Teil habe ich jetzt noch keine Probleme, aber ich muss auch zugeben, seit ich den zweiten Teil habe, habe ich auch einen neueren Rechner, beziehungsweise vorher, und kann das jetzt auch schlecht miteinander vergleichen. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Update haltet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.